November will euch PlayStation Plus leiden sehen. Schließlich ist eines der monatlichen Gratisspiele im Essential-Paket eines der härtesten Souls-Likes, die man so kriegen kann. Dazu kommt noch eine ganze Lego-Saga und ein leicht durchgeknalltes Weltraumspiel. Was genau dahinter steckt, erfahrt ihr jetzt. Und im Anschluss präsentieren wir euch noch, welche Spiele im letzten Monat in den Katalog von PS Plus Extra und Premium aufgenommen wurden. Wenn ihr auch im Dezember wissen wollt, ob sich euer PS Plus-Abo noch lohnt, dann lasst uns doch am besten gleich ein Abo da. So wisst ihr immer, was gerade gespielt wird. Souls-like, aber in richtig hart. Das ist Nioh 2. Mit ihren Ausflügen in die japanische Geschichte, mit den Einschlägen aus der fantasiereichen Folklore des Landes, hat Team Ninja ihre eigene Interpretation des Dark Souls-Gameplays geschaffen. In Nioh 2 folgt ihr als Halbdämon dem charismatischen Anführer Oda Nobunaga, der Japan im 16. Jahrhundert erstmals unter einer Flagge vereinte. Auf eurer Reise erkundet ihr die verschiedensten Landstriche Japans, die gefüllt sind mit menschlichen, aber auch dämonischen Gegnern. Gerade deren Design ist serientypisch höchst abgefahren und abwechslungsreich. Nun ist Nioh 2 aber eben ein Souls-like und dementsprechend steht das ausgefeilte und umfangreiche Kampfsystem im Vordergrund. Gegner könnt ihr beispielsweise in drei verschiedenen Kampfhaltungen angehen, je nachdem, ob ihr euch schneller bewegen, effektiver blocken oder mehr Schaden machen wollt. Dazu gibt es zahlreiche Kombos, die wir über Talentbäume freischalten. Zum Schnetzeln gehören natürlich auch vernünftige Waffen und mit denen schmeißt euch Nioh 2 regelrecht zu. Von Katanas, Äxten, Speeren, Tonfas, Bögen, Flinten, Gläfen und mehr ist alles mit dabei und jede Waffenart bringt auch noch einmal neue Talentbäume mit sich. Wie in Souls-likes üblich sammelt ihr Erfahrungspunkte von besiegten Gegnern auf, die ihr dann in die Talentbäume und Attribute stecken könnt. Wer aber stirbt, verliert seine Erfahrung und muss sie wieder neu aufsammeln. Die Gegner spawnen dabei erneut. Schafft ihr es aber in manchen Gebieten, den Oberdämon zu besiegen, wird das von ihm besudelte Gebiet gereinigt und der ständige Gegner-Respawn bleibt dort in Zukunft aus. Doch ist in Nioh 2 nicht alles vollkommen rosig. So kritisieren wir in unserem Test das ständige und exzessive Recycling. Von Gegnern, Bossen, Arealen und mehr trefft ihr im Laufe des Spiels immer wieder gleiche Versionen. Wer den Vorgänger gespielt hat, wird sogar merken, dass auch von dort Areale und Gegner nur aufgewärmt wurden. Obendrauf solltet ihr eine hohe Frusttoleranz mitbringen, denn Nioh 2 ist nah an der Grenze zwischen knallhart und unfair. Gegner sind teilweise fies platziert und zwingen zum Weglaufen, Bossgegner beherrschen Stunlock-Angriffe oder hauen euch gleich mit einem Schlag aus den Latschen. All das muss man mögen, doch wenn man sich drauf einlässt, bekommt man ein tolles Souls-like mit eigenen Ideen. Wir vergaben 8 von 10 Punkten im Test. Du bist ein Zauberer, Harry. Bevor ihr in Hogwarts Legacy endlich wirklich als Zauberschüler auf die berühmte Akademie für Hexerei und Zauberei geht, spielt ihr einfach nochmal alle 7 Filme durch in der Lego Harry Potter Collection. Wie bei so vielen Franchises haben die Lego-Experten von Traveller's Tales über die Jahre auch die Harry Potter-Filme in ihrer Klötzchenwelt gebannt. Das ist aber auch schon eine Weile her. Der Sammelteil mit den Schuljahren 1 bis 4 erschien bereits 2010 und die Jahre 5 bis 7 kamen auch nur ein Jahr später. Zwar ist die Collection ein waschechtes Remaster von 2018, doch merkt man den Spielen durchaus an, dass sie ein paar Jahre auf dem Buckel haben. So sieht die Grafik natürlich nicht mehr taufrisch aus und die Entwickler konnten auch keine Sprachausgabe aus den Filmen nutzen. Die Lego-Männchen bleiben im Gegensatz zu ihren Kollegen aus späteren Spielen also stumm. Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, denn schon damals setzten die Spiele stark auf Slapstick-Humor, der ganz ohne Sprache natürlich noch etwas ausgeprägter ausfällt, damit er zündet. Zwar ist Humor immer Geschmackssache, die Lego-Spiele rund um den Zauberschüler treffen hier aber meistens ins Schwarze. Rundherum steckt in der Lego Harry Potter Collection das klassische Gameplay, das man aus den verwandten Spielen kennt. Ihr stellt diverse Schlüsselmomente aus den Filmen nach, die in aus Lego nachgebauten Levels stattfinden. Dort verbergen sich kleinere Rätsel, leichte Gegner zum Verhauen und natürlich ganz viel Sammelkram. Seit jeher steckt in den Lego-Spielen hinter jeder Ecke ein kleines Geheimnis darauf, von euch entdeckt zu werden. Wer allein nicht weiterkommt, kann sich per Splitscreen auch zu zweit ins Abenteuer stürzen. Mit einem Metascore von 73 ist es ein nettes kleines Spiel für Harry Potter-Fans, die sich die Wartezeit auf Hogwarts Legacy verkürzen wollen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt's allerdings für alle Besitzer von PS Plus Premium, der höchsten Stufe des Abos. Dort steckt die Lego Harry Potter Collection nämlich bereits im Katalog der spielbaren Klassiker. Kennt ihr noch Quop? Dieses lustige Browserspielchen, in dem man einen 100-Meter-Läufer über die Ziellinie bekommen muss, dabei aber Ober- und Unterschenkel einzeln steuert, stellt euch das Ganze in der Schwerelosigkeit des Alls vor und ihr habt ungefähr das Konzept von Heavenly Bodies.
In dem netten kleinen Indie-Titel übernehmt ihr die Kontrolle über einen Astronauten, der alleine durch seine Raumstation fliegt und eine Reihe von Aufgaben erfüllen soll. Es gilt etwa, einen Garten anzulegen, einen Satelliten auf die Reise zu schicken oder während eines Außeneinsatzes eine Antenne auszufahren. Das klingt in der Theorie recht einfach, ihr habt die Rechnung aber noch ohne die knifflige Physiksimulation gemacht. Und zu allem Überfluss könnt ihr auch nur eure beiden Arme bewegen, zugreifen und die Beine anwinkeln. Das heißt, ihr müsst euch an Griffen und Seilen durch die Station hangeln oder euch mit Bums von einer Wand abstoßen, um mit Schwung durch den Orbit zu segeln. Aber Vorsicht, wenn ihr nicht aufpasst, fliegt ihr plötzlich völlig losgelöst von der Erde in die endlosen Weiten zwischen den Sternen. Und seid tot. Das ist tatsächlich auch einer der größten Kritikpunkte. Auch wenn die Geschicklichkeits- und Geduldsproben immer wieder für witzige Momente sorgen, selbst wenn man mal scheitert, sind Handling und Fortbewegung in Heavenly Bodies teilweise etwas zu fummelig. Da dreht sich euer Kosmonaut auch mal wild durch die Gegend und ihr müsst euch schmerzhaft den Nacken verrenken, um zu verstehen, wo jetzt eigentlich oben und unten ist. Doch bevor zu viel Frust aufkommt, kann man ja auch einfach in einen der simpleren Schwierigkeitsgrade wechseln. Oder man holt sich einen Kumpel dazu, erledigt die insgesamt 7 Missionen im Splitscreen-Koop und genießt dabei die stilisierte Grafik in 70er-Jahre-Optik. Dann ist Heavenly Bodies ein netter kleiner Spaß für zwischendurch, der euch gute 5 Stunden beschäftigt halten wird. Da ist der Metascore von 75 mehr als fair. Für alle Abonnenten des Extra-Pakets von PS Plus sind diesen Monat ebenfalls neue Spiele in den Katalog gewandert. Extra-Abonnenten erhalten ebenfalls alle Essential-Spiele und einen Backlog an PS4 und PS5-Spielen. Folgende Spiele sind im letzten Monat dazugekommen. Knapp ein Jahr ist es her, seit die GTA The Trilogy The Definitive Edition die Spieler großflächig enttäuscht hat. Bugs, krude Grafik und mehr Fehlerchen machten die Nostalgie zunichte. Mittlerweile wurde weiter an den Spielen gearbeitet, um sie doch noch auf ein vertretbares Level zu hieven. Perfekter Zeitpunkt also, mit GTA Vice City The Definitive Edition auszutesten, ob der Plan geglückt ist. Mit Dragon Quest 11S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition bekommt ihr nicht nur ein Spiel mit einem echt langen Namen in eure Spielebibliothek, sondern auch ein echt dickes Paket, denn neben dem Dragon Quest 11 Hauptspiel stecken noch weitere zusätzliche Nebenquests mit drin. Wem der moderne Look ein bisschen zu hip ist, der schaltet einfach in den 2D 16-Bit Look und spielt das Spiel in bester SNES-Manier. Dabei könnt ihr sogar noch in altbekannte Welten aus früheren Spielen der Reihe zurückkehren. Und nochmal Dragon Quest, diesmal aber mit dem Builders-Ableger. Der mixt sein Rollenspielerbe mit einer gehörigen Portion Minecraft. Das fängt schon damit an, dass die Welt aus Blöcken besteht. Im Kampf gegen den fiesen Drachenfürsten baut ihr Ressourcen ab, bastelt euch Häuschen und Waffen zusammen und macht die Welt monsterfrei. Und nochmal Dragon Quest, diesmal mit dem zweiten Builders-Ableger. Der baut die Stärken seines Vorgängers konsequent aus und legt den Fokus erneut auf das Aufbauen von eigenen Siedlungen. Größte Neuerung ist aber der Multiplayer. Wer möchte, stürzt sich mit bis zu 3 Freunden in die blockige Welt und den Kampf gegen die Feinde der Erbauer. Und nochmal Dragon Quest. Mit The World Trees Woe and The Blight Below gibt es auch ein waschechtes Musu-Spiel in der Welt von Dragon Quest. Als eine düstere Schockwelle durch die Stadt Arboria rollt, werden die eigentlich friedlichen Monster aggressiv und ihr müsst sie mit ordentlich draufhauen aufhalten. Dabei stürmen genretypisch massenhaft Gegner auf euch zu. Und nochmal Dragon Quest. Denn auch der zweite Teil der Musu-Klopperei Dragon Quest Heroes steckt jetzt im PS Plus Extra-Abo drin. Der hat dieses Mal eine richtige Open World ohne Ladezeiten, in der ihr in die Wirren eines Krieges reingezogen werdet. Wer den Story-Modus abgeschlossen hat, kann sich dann auch im 4-Spieler-Multiplayer austoben. Und nochmal das ist ja gar nicht Dragon Quest. Das hier, das ist Inside. Das 2D-Jump'n'Run steckt euch in die Haut eines kleinen Jungen, der diverse Locations durchqueren muss. Dabei wird er immer wieder von unheimlichen Gegnern gejagt und angegriffen. Doch kämpfen könnt ihr nicht direkt. Inside überzeugte mit seiner Stimmung und seiner Story und konnte reihenweise Bestwertungen einheimsen. Der Herbst ist natürlich auch perfekt für ein wenig Grusel und dafür ist The Medium genau richtig. Dort spielt ihr Marianne, ein Medium, das in die Totenwelt eintreten kann, um dort mit den Verstorbenen zu sprechen. Sie erkundet ein verlassenes Hotelresort, das nach einem ungeklärten Massenmord verlassen wurde. Gespielt wird mit festen Kameraperspektiven, wie in den klassischen Silent Hill und Resident Evil Spielen.
Bei Naruto Toboruto Shinobi Striker werden treue PS Plus-User hellhörig. Das Spiel gehörte bereits im Juni zu den monatlichen Essential-Spielen. Jetzt rutscht es auch durchgängig in den Katalog der Extra-Spiele. Im Spiel kloppt ihr euch online in 4 gegen 4 Matches mit den bekannten Charakteren aus dem Naruto-Universum. Auch Ubisoft legt ein ordentliches Paket seiner Spiele mit ins Abo für PS Plus-User. Mit den Assassin's Creed Chronicles, China, India und Russia brachten die Franzosen 3 Side-Scroller-Ableger ihrer bekannten Molchenmörder-Serie auf den Markt. Dort macht ihr aber trotzdem alles, was ein Assassine eben so macht. Schleichen, Erkunden und natürlich Attentate sind alle mit von der Partie. In China seid ihr im 16. Jahrhundert der Ming-Dynastie unterwegs, Indien wird euch im 19. Jahrhundert gezeigt und Russland erlebt ihr zur Zeit der Oktoberrevolution 1917. Assassin's Creed 3 bildete den Abschluss der ersten Trilogie rund um Protagonist Desmond Miles. Als Connor seid ihr im Amerika des 18. Jahrhunderts unterwegs. Geschichtskenner wissen, zu dieser Zeit war auch der amerikanische Unabhängigkeitskrieg in vollem Gange, in dem ihr natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Das Remaster peppte nicht nur die Grafik etwas auf, sondern nahm auch kleinere Gameplay-Änderungen vor. So sind beispielsweise mehr Möglichkeiten enthalten, als Leisetreter seine Gegner auszuschalten. Bevor die Assassin's Creed-Reihe voll in die Rollenspielrichtung abgedriftet ist, konntet ihr 2015 in Syndicate noch einmal ganz klassisch meucheln. Mit London zur Zeit der industriellen Revolution gab es nur eine Stadt zu erkunden und das Gameplay stand noch viel mehr im Zeichen des Action-Adventures. Mit Jacob und Evie Fry stehen euch 2 Hauptcharaktere zur Auswahl, die wollen London aus den Händen der Templer befreien. Assassin's Creed Odyssey schließt die Ubisoft-Offensive in diesem Monat. Doch allein dieses eine Spiel bietet vermutlich genauso viel Inhalt wie die anderen vorgestellten Serienteile zusammen. Als Cassandra oder Alexios seid ihr im Griechenland der Antike unterwegs und erkundet die frühesten Ursprünge der Templer und Assassinen. Die Spielwelt ist gigantisch, die Quests zahlreich und die Jagd nach neuer Ausrüstung ist motivierend, zumindest für Leute, die dafür empfänglich sind. Zum Abschluss bekommen Abonnenten von PS Plus Extra noch ein kleines, aber feines Indie-Spiel. In Hohokum spielt ihr in bester Snake-Manier eine Schlange, die sich durch eine gezeichnete Welt schlängelt. Dabei geht es nicht darum, irgendwelche Highscores zu schlagen oder Aufträge zu erledigen. Es geht allein um das Erkunden der Spielwelt und das Genießen der Musik. Ein perfektes Spiel also zum Abschalten nach einem langen Arbeitstag. In der höchsten und auch teuersten Abo-Stufe Premium erhaltet ihr neben allen Spielen aus Essential und Extra auch noch einige Klassiker der PlayStation-Geschichte, die ihr jetzt auch auf modernen Konsolen spielen könnt. Wir zeigen euch die neuen, alten Spiele im Schnelldurchlauf. Die Premium-Kategorie startet mit 3 Remaster-Versionen japanischer Klassiker. Yakuza 3, 4 und 5 sind ab jetzt spielbar und zeigen euch die Anfänge der berühmten Serie. Habt ihr Inside aus dem Extra-Katalog durch, dann schaut euch doch den Vorgänger des 2D-Jump'n'Runs, Limbo, an. Der sticht vor allem durch seinen markanten schwarz-weißen Grafikstil hervor. Volles Fund aufs Maul gibt's in Ultra Street Fighter 4. Der Titel ist die bestmögliche und umfangreichste Version, den Prügler auszuprobieren. Nach einem langen Durchhänger durchzog Castlevania Lords of Shadow im Jahr 2010 die Reihe wieder mit neuem Leben. Abgefahren wird's in Everyday Shooter. Der Indie-Titel schmeißt euch in verschiedene abstrakte Shooter, in denen die Zerstörungsgeräusche mit Gitarrenriffs ersetzt wurden. Funktioniert überraschend gut. So sieht der aktuelle Stand bei PS Plus Essential, Extra und Premium aus. Die Kataloge für die letzten beiden Abo-Modelle werden kontinuierlich erweitert. Spieleabgänge gibt es in diesem Monat bisher nicht. Wie gefallen euch die Spiele des Essential-Abos im November und seid ihr mit den neuen Spielen im Extra- und Premium-Katalog zufrieden? Schreibt es uns in die Kommentare. Die Essential-Spiele sind ab Dienstag, dem 1. November, verfügbar. Sie werden in der Regel gegen Mittag freigeschaltet. Bis dahin könnt ihr euch noch die Spiele des letzten Monats in eurer Bibliothek sichern. Das waren Injustice 2, Superhot und Hot Wheels Unleashed. Wenn ihr auch im Dezember wissen wollt, ob sich euer PS Plus-Abo noch lohnt, dann abonniert doch am besten unseren Kanal. So bleibt ihr immer up to date.